Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ja, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Elfenstübchen habt ihr wieder eingeschaltet und ja, da bin ich mal wieder und ich wollte euch heute gerne die neuen Stempel von Paper Basic zeigen. Sie hat wieder einige Weihnachtsstempel gemacht und ja, ich hatte viel Spaß die letzten Wochen damit. Und habe schon einige Projekte damit gemacht, die ich euch in den nächsten Wochen denn immer zeigen werde. Diese hier, die Memory Dex Karte, war jetzt mein erstes Projekt, was ich schon öffentlich gezeigt habe. Ich werde euch das mal eben zeigen. Die ist so groß. Ihr seht schon, die hat eine vernünftige Größe und ja, kann man natürlich alles Mögliche mitgestalten, ob Karten oder sonst irgendwas. Ich fand die Wauzis total cool. Ja, ihr wisst ja, ich habe ja selber einen Hund und ja, warum keine Hunde-Weihnachtskarte oder irgendwas anderes dazu eben halt. Ich habe das war so Probe, da habe ich normal gestempelt, habe das komplett so gestempelt, wie es auch hier ist. Und mal gucken, ob ich da auch noch irgendwas mitmache, aber das weiß ich noch nicht. Hier habe ich, gucken, ob man das erkennen kann ein bisschen. Ja, jetzt glänzt es. Hier habe ich embossed. Mit Puder, das braun ist. Habe hier unten das Ganze abgeschnitten und dann nochmal auf braun Cardstock geklebt. Hier hinten das ist Papier von EcoPark, das mit den ganzen Wauzis drauf. Vielleicht kann man das ein bisschen erkennen. Hier ist ein Ball und hier ist ein Knochen. Ja, hier unten habe ich noch von dem Aufklebern, die dabei sind, in so einen kleinen Knochen hingeklebt. Die Sterne, meist, also nicht alle, bei denen zum Beispiel nicht, habe ich mit Glossy Accents ein bisschen drauf gemacht, damit die so ein bisschen glänzen. Ja, und hier oben habe ich eine Bordürenstanze benutzt. Ja, das ist dann das Ganze zu diesem Stempel. Dann habe ich das ist einmal ein Set. Das gehört so zusammen. Moment, ich mache euch das mal eben, dass ihr das so sehen könnt. So, das sind ja, Weihnachtstierchen. Oben links ein Bärchen, rechts ist ein Pinguin, drunter ein Schneemann und ein Hase. Alle ein bisschen im Winterstyle gemacht. Da habe ich auch was Cooles draus gemacht. Aber das werdet ihr dann noch sehen. Das ist wie gesagt auch ein Set. Wenn ihr möchtet, nein, ich werde es versuchen, euch die unten wirklich alle zu verlinken. Wenn ihr die haben möchtet, braucht ihr dann nicht mehr großartig irgendwo zu suchen. Dann habe ich einmal diese Zwerge. Die finde ich auch sehr cool. Da gibt es zwei Varianten. Das ist Variante 1 hier, meine ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz safe, aber ich meine ja. Werde ich euch auch unten verlinken. Habe ich eine tolle Karte mitgemacht. Und ich hatte, glaube ich hatte noch eine Idee, was ich da noch mitmachen könnte. Noch eine Karte. Ich glaube, das muss ich dann noch machen. Fiel mir jetzt gerade wieder ein. Dann haben wir hier einmal Tannenbäume, die auch gleich farbig dementsprechend dann gestempelt sind, weil man die nicht mehr kolorieren kann, weil die schon fertig denn grün, lila, rosa, silber, gelb, wie man sie haben möchte. Hier unten steht einmal O Tannenbaum drauf. Das ist auch ein neuer Stempel. Dann als letztes, also sie hat noch ein paar mehr, aber das sind die, die ich mir jetzt ausgesucht hatte, gibt es diese hier.
als Tannenbaumkugeln. Ich habe sie tatsächlich auch als Tannenbaumkugeln verwendet. Das werdet ihr dann in dem dementsprechenden Beitrag sehen. Ja, die kann man auch wunderschön kolorieren. Ich hatte beim Kolorieren ein bisschen Wirrwarr gemacht. Aber wie gesagt, das werdet ihr dann sehen. Dann gibt es noch, ihr wisst ja, den Kalender, den ich gemacht habe, dieses riesengroße Teil, den hat sie wieder. Den hat sie allerdings begrenzt mit 20 Mal. Mehr hat sie davon nicht. Preis liegt etwas über 30 Euro. Müsst ihr mal gucken. Vielleicht ist der ein oder andere ja noch da, der den unbedingt haben möchte und beim letzten Mal nicht bekommen hat. Ich sage für heute erstmal oder für dieses Video erstmal Tschüss und freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet. Bis demnächst. Tschüss, euer Elfchen.